jetzt nicht gedacht. War das wirklich immer so viel? Bei der alten Mission bei Endeavor nicht. Ich glaube auch nicht. So, jetzt habe ich wieder drei volle Fässer. Boah, da ist noch voll viel. Reicher ja, Sack. So lässt sich's lösen und leben wie, und so weiter, ne? Wie im wahren Leben. Mit Öl machst du Gold. Genau, Öl ist Geld. Öl ist das schwarze Gold. Liegt da oben ein Holzstück oder was liegt da oben rum? Wo? Oh. Aber ich kann jetzt gleich. Ah doch, ich kann die Fässer immer wieder kaufen, glaube ich. Oder? Wenn ich kann nicht verkaufen. Ja. Kann noch. 6 kaufen. Ich konnte gerade eben auch wieder 6 kaufen. Anscheinend, sobald du die wieder verkaufst, kannst du die wieder neu kaufen. Das heißt, du kannst euch immer weitermachen, solange wie Öl da ist. Sei ich absichtlich so oder ist das ein Bug vom Spiel? Was denn? Ne, ich glaube, das ist absichtlich, weil du verkaufst ja so gesehen die Fässer. Ist ein bisschen tricky. So. Da unten haben wir auch noch Schwefel und Eisen und so weiter, ne? Ja, aber das brauchen wir nicht alles. Vielleicht, wenn wir später in Geld nutzen, können wir das dann auch abbauen. Ja. Ich glaube, mit den Kriegern kann man mehr machen, als man denkt, ne? Bisschen. Ich denke mal, wenn man die gut ausrüstet und dann mit Rüstung versieht, dann, und vielleicht noch ein paar Schutzzauber drauf, dann gehen die bestimmt richtig ab. Das kann gut möglich sein, ja. Nur wir müssen aufpassen. Vielleicht kaufen wir für die dann immer Feuerimmuntrank, weil meistens sterben wir an Feuer. An Feuer, genau, weil die machen gar nicht so viel Damage eigentlich, sondern meistens fangen wir einfach an zu brennen und dann wird's kacke. Stimmt. Boah, da ist echt noch eine Menge Öl. Das ist aber geil. Oh mein Gott, wie stört es hier, dass ich hier klettern muss. So, jetzt ist es weg. Das hatte mich auch schon ganz gestört. Ich hatte nicht wirklich Lust, das wegzumachen. Mal krass. Was ist in dem Kessel eigentlich irgendwas drin? Weiß ich es nicht. Muss ja hier hochklettern. Ja, ich guck gleich. Kann Männchen wechseln. Nö. Alter, 249 Gold habe ich. Ja, 50. Ja, kauf die Fässer! Oh fuck, jetzt ich will. Ich weiß nicht, wie wir weg haben. Blub. Das Gold. Ja. Ah, das Öl bringt aber viel mehr. Ja, schon. So, mit Gold angefangen, jetzt machen wir Gold weiter. Wäre nur scheiße, ne? Wenn wir gleich sterben mit ganz viel Gold. Wieso denn noch einen zweiten Mann? Ja, das stimmt, aber stell dir vor, wir sterben dann komplett, weißt du? Ja, dann mies. Weil dann sind die ganzen Rohstoffe hier unten abgebaut. Und dann haben wir ein kleines Problem. Ja, ich glaube, ich. Das ist auch so. Ja, ich werde, glaube ich, mit meinem Magier. Ich glaube, ich werde den Magier erstmal hinten im Hintergrund halten und werde meinen Krieger einfach voll buffen, wie es geht und so weiter. Ja. Wir wollten auch doppelt schicken, ne? Wie bitte? Wir wollten eigentlich auch Doppelgänger schicken. Das ist auch eine Idee, ja. Aber ich glaube, die sind nicht stark genug. Die sterben recht schnell. Stimmt. Ich kann ja mal so einen scheiß Eisterbauti da hinten feuern. Genau, mach das mal. Macht da hinten mal ein bisschen, stiftet da mal ein bisschen Unruhe. Alter, ich hab gleich 300 Gold. Vielleicht kann sollte ich einfach. Glaube. Was? Da wird's einfach schwarz. Richtig schwarz. Da kann man nicht mehr hingucken. Ach so. Was noch nicht entdeckt ist. Okay. Obwohl der Magier oben schon entdeckt ist. Komisch. Lol. Wieder mal gucken. Sehr merkwürdig. Schon. Weil es nur nicht auf die Fresse kriegen. Wäre mies. Bist du mit deinem Magier hingegangen? Nee, ne? Nee, nee, mit Krieger. Alter Schwede. Das Öl ist gleich leer. Ich glaube, das ist die letzte Ladung, die ich abgebe. Weil dann habe ich 300 Gold. Ich kann das hier erstmal ausgeben. Zumindest zum Teil, weil was will ich damit groß machen, ne? Ja. Aber jetzt sehe ich was. Jetzt kann ich ihn hinschicken. Okay. So. Scheiße! Ich hab ein dickes Problem. Was denn? Mein ist tot gleich. Nein, ne? Geh weg, geh weg, geh weg. Oder lösch mich.
the fuck, ey. Jawoll. Habe ich dich direkt mal mit Schutztabs versehen? Hast du so einen Feuertrank getrunken? Ja. Hammer geil. Krieg gar kein Damage mehr. Ja. Ich hätte dir noch so einen Schutzzauber geben können. Also, warte, wir können uns jetzt erstmal eine Rüstung machen für uns beide, oder? Was hältst du davon? Da brauchen wir noch was. Was brauchen wir dafür nochmal? Metall und Kohle. Okay, Kohle nehme ich mit. Okay, jetzt wollte ich schon Kohle mitnehmen. Ich hole einfach ein Metall und zwei Kohle habe ich jetzt. Ich habe zwei Metall, ein Kohle. Ja, dann passt es ja. Sehr gut, dann können wir jetzt. Wobei, müssen wir uns wirklich ein Schild machen? Nö, eins droppst du hier hinten. Ja, eins aber nur, oder? Ja. Das heißt, eins können wir auch machen. Pan eingesammelt, nein, nein. Gut, das heißt, wir machen jetzt zwei Rüstungen und ein Schild. Okay. Wir müssen noch ein bisschen einschmelzen, ne? Ja. Noch, zwei. Okay. So, erstmal mache ich die Rüstung. Mal geil. Ne, warte, ich leg die wieder ab. Ablegen. Bewachen, verteidigen, angreifen, ablegen. Lol, man kann den Befehle erteilen. Der Call soll angreifen, der soll verteidigen und so weiter. Hab ich das letzte Mal schon gesagt, oder? Echt jetzt? Manchmal bekomme ich das irgendwie nicht so mit. Na gut, also ich habe jetzt ein Schild und eine Rüstung. Aber ich habe noch keine Waffe. Hast du eine Waffe? Die ist in der Dings drin, ne? Im Zelt. Im Zelt? In welchem denn? Zelt ist leer. Leute, wer hat denn hier zugemacht jetzt? Keine Ahnung. Vor allem, wie hat das zugemacht? Geh mal oben hin, fass an. Ja. Wo ist das drin? Im Zelt müsste das eigentlich drin sein. Hier, eine Lore, das war mir. Nee, da ist nichts im Zelt. Nicht? Ja, dann musst du eins kaufen oder so. Hey, warte mal. Hier sind nur Pfeile. Ich kann mich ja mit Pfeilen ausrüsten und deiner wird mit. Genau. Ein Pfeil! Aber ich habe keinen Bogen, what the fuck? Wo krieg ich denn Bogen her? Hä, wieso hab ich jetzt. Ein normales. Bogen kostet 3 Holz. Haben wir Holz? Holz kann man gar nicht abbauen, ne? Hab ich gesehen. Jetzt hab ich deine Fahne. Fick dich doch, ey. Fuck, ey. Oh Mist, das waren Pfeile. War Kohle. Liegt hier oben Holz? Was liegt hier? Hier liegt Holz hier oben. Okay. Aber geil. Dann mach ich mir jetzt erstmal einen geilen Bogen. Dann bist du so der Nahkämpfer und ich bin der Fernkämpfer. Aber bitte keine Feuerpfeile. Ich weiß nicht, was das ist für ein Pfeilpaket. Ich glaube nicht, dass es ein Feuerpfeilpaket ist. Sehr mies. Was gibt's denn hier noch? Eine Lanze, es gibt einen Speer. Ah, das kriegen wir alles noch, ne? Pfeilpaket. Ja, ich habe nur ein normales Pfeilpaket. Okay. Müsste eigentlich klappen. Dann gibt's noch Sprengpfeile. Ist doch als Tipp angegeben, ne? Wie man den Zauberer besiegen kann mit mit Sprengpfeilen und mit den Steinschlag-Dingern, ne? Ja. Yep. Gut, genau. Alles klar. So, ich habe jetzt. Moment, das Holz bringe ich mal in die Lore. Hast du gerade mein Eisen und mein Gold weggemacht? Nein. Verbraucht? Nicht? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte drei Stück. Konnte ich mal schmieden. Egal, jetzt kann ich schmieden. Okay. Ein Schild brauche ich ja nicht. So. Dann können wir eigentlich gleich mal den ersten Angriff starten, oder? Was hältst du davon? Eine gute Idee. Vielleicht hole ich mal einen Feuertrank. Warte mal, hier kann man sich doch sicher noch was anderes kaufen. Hier gibt's so ein Sack Mehl. Gibt's nicht irgendwie so ein. Oh, du hast meine Fahne oben getan wieder. Ja. Hab ich doch gesagt. Was bringt eigentlich die Krone? Warte mal, ich guck mal. Wenn man länger drauf bleibt, dann wird der angezeichnet von Macht und Reichtum. Ja, fick dich, bringt gar nichts. Scheiße.
Ja, Bogen hat 8 gekostet. Na gut, dann hole ich mir jetzt auch noch einen Feuertrank. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Ich nehme einen mit. Ja, aber du bist ja der Nahkämpfer. Na, jetzt mit Zapsen auf meinen Scheiß. Ja, ich gehe mit dem Zauberer mit. Aber ich halte ihn im Hintergrund. So, ich steuere den einfach zusammen. Dum, dum, dum. Was gibt's denn hier unten eigentlich noch? Wir könnten auch diesen, den Untoten da hinten könnten wir aufwecken lassen, oder? Aber ich weiß nicht, ob man den steuern kann. Guck mal, da läuft einer lang. Wo? Lol. Kleiner Schluch. Oh ja. Wie kriegen wir den denn weg? Der kommt da nicht mehr hoch. Topsen. Ja, lass Doppelgänger runterschicken. Nein, lass den nicht darunter schicken. Sonst kriegst du den nicht mehr weg. Den Zapsen einfach da hinstellen. Meinst du, die greifen den an? Was das geht? Geh mal näher ran. Ja, das geht. Hammer, geil! Da unten liegt. Da ist das Schild. Und ein Bogen. Nein! Der hat den ganzen Scheiß dabei gehabt. Ja und? Aber hier durchgraben. Was ist denn geht davon? Das ist eine geile Idee. Scheiße, vielleicht hätte ich mal ein Zelt mitnehmen sollen. Hm. Warte mal, ich gehe mal rüber und hole ein Zelt, damit wir so ein bisschen lagern können. Die Fahne brauchen wir ja nicht unbedingt, oder? Nö. Weil ich habe keinen Bock, dass das alles auf einem Haufen liegt. Dann... Leute, jetzt haben schon 2 Leute gekillt. Echt unkompliziert wird das hier, oder? Na gut, ne? Ja, diesmal gehen wir ein bisschen bedachter vor, nicht einfach... Ein Schild hast du, oder? Nicht nach dem Motto Storm the Front. Ja, ich hab ein Schild. Ach, jetzt hast du eins, ne? Das ist nice. Warte, wo soll ich denn das Zelt hinsetzen? Hier hin, wo der hier steht? Ja, mach ich einfach mal. Ein bisschen gerade machen, damit hier nicht schon wieder ein verbuggtes Zelt kommt. Oh, scheiße, jetzt habe ich den Feuertrank getrunken. Das war blöd. Ja, gut, komm, dann... Gehen wir halt in Angriff, wa? Scheiße. Warte, ich will die Pfeile da reinmachen. Oh mein Gott, hab ich den